So. Ist das nochmal? Doch, ja, müsste laufen. Okay, so. Ja, willkommen zu Level 1 von der Wiederholung oder nochmal spielen. Extermination Day. Warum? Ganz einfach, ich habe einfach Bock drauf. Na, da gibt es nicht viel drum herum zu reden. Wir hatten es bereits aufgenommen, ich weiß, aber ich habe halt wirklich einfach Bock drauf. Von daher ist es halt einfach so. Ich habe ja schon mal gesagt, ich mache die Let's Plays nicht nach wegen Sinnhaftigkeit, sondern ich mache halt Let's Plays wirklich, weil die mir halt in dem Moment Spaß machen. Und da kann es natürlich auch sein, dass wir ein paar Let's Plays vielleicht mal öfters wiederholen. So wie das jetzt hier zum Beispiel. Also, E-Day 2019, doch da genau 19 vom März. Warum macht er den Auto vollständig? Ich verstehe das nicht. Ach so, Test, ja, Test 19 jetzt. So, okay. Alles andere passt. Können wir 1:1 übernehmen von dem Eternal Let's Play. Auch mit dem neuen Flashlight, mit der finalen Version von Brutal Doom. Das Einzige, was halt nicht final ist, in dem Sinne, ist halt jetzt die Map, weil da ist die finale Version halt leider noch nicht draußen. Aber soweit ich gehört habe, hat sich auch jetzt so weit in letzter Zeit nichts geändert, sondern die Version von März ist bereits vom Grundkonzept her final. Es gibt jetzt halt nur noch keine Bugfix. So, ja, von daher sollte uns das doch erstmal primär egal sein. Denke ich mal so. So. Jetzt weiß ich gar nicht, habe ich meine Leuchtdeckung wieder runtergedreht? Hochgedreht? Ja, und so von 100%. Ja, schon. Gut, dann kann ich ja mal. So. New Game, Tactical Mode, Extermination Day. Ja, das ist ja. So, das hier müsste jetzt eigentlich das sein, wo sie. Genau. Genau, bei dem vorletzten, da werden die Monster schon wiederbelebt. Das wollen wir nicht, sondern wir nehmen praktisch das Hard Realism Tactical Mode. Das ist quasi das Stärkste, wo sich die Monster noch nicht wiederbeleben. Also klassisch der klassische, ja doch, der klassische Tactical Mode. Realism Tactical. Genau, 700% mehr Damage. Passt. Let's walk.
getroffen. Oh mein Gott. War das nur ein Streifschuss? Wir haben kaum Schaden bekommen. Normalerweise lässt der Herr hier vorne meine Shotgun fallen oder droppen. Also hat die Shotgun. Na gut. Achso, ja. Die Welt habe ich gerade komplett vergessen, Alter. Siehst du, können wir gut mal speichern hier. Das hat gerade nicht gewollt. Ah, ich wollte beide mit einmal erwischen. Na gut, hat nicht geklappt. Ja, wo ist Uni? Nein. Komm. Hallo. Wow. Starker Part des Grauens hier gerade. Okay. Das
Yeah. Miss. Warum kommt jetzt noch eine Musik darunter gelegt? Letztens hat es so gemacht, ich habe es hier praktisch. Achso, wollte ich noch aufmachen. Hab erstmal alle angelockt. So. Und bin dann quasi einfach dran vorbeigerannt. Geht aber jetzt nicht mehr. Warum auch immer. Wahrscheinlich ist auch ein bisschen zufallsbedingt, aber gut. Ja, das war ganz erfrischend. Oh. Ich finde es vor allem jetzt geil, dass das jetzt immer Untertitel ist, bei diesem, das was dadurch gesagt wird. Vor allem, dass Untertitel auch hier, wow, hiermit erscheint. Das heißt also, auch wenn man am Anfang nicht ganz zuhören kann, weil man gleich von Gegner umgeben ist, wobei das hier eigentlich gar nicht auftritt, kann man sich dann im Nachhinein immer noch hier schon durchlesen, was der Typ da gelabert hat. Ist ganz geil. Das war beim ersten Level, müsste das auch gewesen sein. Genau. Attention all marine units, we are under attack by the non-human emanic force. Anyone report your to your combat station. This is not drill. I repeat, this is not a drill. God damn it. Hat er halt hier unten jetzt gerade. Attention all marine units. This is command. We are barricaded in the command center and have been trying to send deliver. Und da war mein Englisch auch schon verkackt. So, okay, das auf jeden Fall dazu. Ja, dann würde ich mal sagen, das war's mit dem Level 1 von The Extermination Day. Wir lösen Tactical Mode. Ich würde gerne noch andere Maps als mit Realism Tactical Mode spielen. Das Problem ist halt immer, diese klassischen Maps, da gibt es halt auch immer vereinzelte Levels, wo man gleich am Anfang von Gegnern umringt ist. Ist doch schön und gut. Aber solche Levels sind halt mit Realism Tactical Mode einfach nicht schaffbar, weil wenn du gleich von Anfang an von allen Seiten beschossen wirst, dann bist du auch gleich von Anfang an tot. Ne? That makes sense, weil das wäre realistisch. Realism. Ja, von daher hoffe ich, dass ich irgendwann auch mal andere Maps spiele, die ich mit Realism Tactical Mode spielen kann. Aber wie gesagt, auch Extermination ist schon ganz geil. Von daher bis zur nächsten Folge, ne? Ciao mit V.